Hallo, ich bin Julia und heute geht es in meinem Video darum, wie man einem Kind von der Scheidung erzählt, damit das so minimal wie möglich verletzt wird. Bleibt dran, denn ich werde im Laufe des Videos euch einen Beispieltext vorsprechen, den ihr an eure Situation anpassen könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn anhand der Statistik sehe ich, dass viele Menschen ohne Abo meine Videos anschauen. Die Scheidung der Eltern ist für Kinder jeden Alters ein traumatisches Ereignis. Fast jedes Kind hofft in seinem Innersten, dass irgendwie auf eine magische Art und Weise alles wieder gut wird. Mama und Papa werden aufhören, sich zu streiten und das Haus wird wieder von Liebe, Lächeln, Verständnis und gegenseitigem Respekt erfüllt sein. Doch wenn sich die Hoffnungen nicht erfüllen, bricht die innere Welt des Kindes zusammen. An diesem Punkt ist es für Eltern wichtig zu verstehen, welche Erfahrungen nach ihrer Scheidung ihr Kind als Erwachsener machen wird. Also welche Folgen die Scheidung in seinem erwachsenen Leben danach spielen wird. Nach der Scheidung der Eltern kann das Kind zum unglücklichen Opfer heranwachsen oder aber zu einem Erwachsenen, der versteht, dass jede schwierige Situation im Leben überwunden werden kann und dass jeder das Recht auf Glück und Liebe verdient. Also entweder denkt sich das Kind, okay, es gibt keine Liebe, ich kann mit dieser schweren Situation nicht klarkommen, das ist alles sehr schwer, das Kind wird depressiv, oder aber wenn die Eltern alles gut machen, und ich erkläre in diesem Video, wie man das macht, wenn die Eltern alles gut machen, dann wird das Kind diese schwere Situation, mit dieser schweren Situation im Leben klarkommen und später im Leben auch viele andere Situationen dann meistern und an Liebe und Glück glauben. Und in Zeiten des Unglücks, in diesem Fall der Scheidung, sind Eltern oft in ihre eigenen Sorgen vertieft und finden nicht die richtigen Worte und die meistens auch die Kraft, mit ihrem Kind ruhig und offen darüber zu sprechen, was gerade in der Familie geschieht. Es ist sehr wichtig, dass sich Kinder durch ein so schwieriges und wichtiges Familienereignis wie eine Scheidung nicht beiseite geschoben fühlen. Deshalb ist es wichtig und notwendig, mit eurem Kind über die Scheidung zu sprechen, offen zu sprechen, um das Gespräch konstruktiv und so wenig traumatisch wie möglich zu gestalten, habe ich einige Tipps für euch vorbereitet, die ich gerne mit euch teilen möchte. An dem Gespräch sollten beide Elternteile beteiligt sein und mit dem Kind über die Scheidung sprechen. Es ist nicht gut, wenn nur die Mutter mit dem Kind spricht oder der Vater. Beide sind dafür verantwortlich und beide müssen Verantwortung übernehmen und dem Kind alles erklären. Vorzugsweise solltet ihr als Paar vorher schon die Gesprächssituation Schritt für Schritt durchgehen und eine gemeinsame Lösung finden. Als Paar setzt ihr euch zusammen und sprecht euch ab, was ihr eurem Kind sagt. Ich verstehe, das ist sehr schwer. Nicht jede Scheidung verläuft friedlich, aber ihr müsst zum Wohle des Kindes, zum Wohle eurer Kinder euch zusammensetzen und verstehen, dass es nicht um euch beide geht, sondern dass in der Familie noch andere Menschen leben, die gar keine Schuld an eurer Scheidung tragen. Und ihr müsst euch zusammenreißen und ganz ruhig euch zusammensetzen und alles besprechen. Ihr sollt verstehen, dass ihr beide für euer Kind das Wichtigste auf der ganzen Welt seid. Normalerweise werden Mama und Papa vom Kind gleichermaßen geliebt. Es ist auch wichtig, dass ihr auf die Sprache achtet, die ihr im Gespräch mit eurem Kind verwendet. Wenn das Kind 5 Jahre alt ist, 4 Jahre alt ist oder 10 oder 15, wählt bitte einfache Wörter, die das Kind versteht. Vorsicht, bitte keine Aussagen wie dein Papa ist ein Idiot oder deine Mutter ist eine Verrückte, völlig bescheuert. Bitte diese Aussagen vermeiden.
Sie sind sehr verletzend für das Kind und bringen nichts Gutes. Im Alter von 2 oder 3 Jahren identifizieren sich Jungen unbewusst mit ihren Vätern. Und wenn die Mutter den Vater hasst und schlecht über ihn redet, denkt das Kind unbewusst, dass er als Sohn auch schlecht ist. Wenn es sich um ein Mädchen handelt, laufen bei ihr andere mentale Prozesse ab. Sie versteht unbewusst, dass die Familiengründung gefährlich ist und alle Männer gefährlich sind. Und wie ich schon gesagt habe, im Erwachsenenalter wird dieses Mädchen, wird dieser Junge, öfters haben sie ganz tolle Probleme mit dem Aufbau von Beziehungen, Probleme mit der Familiengründung überhaupt. Es ist wichtig, dass das Gespräch über die Scheidung in einer ruhigen Atmosphäre geführt wird. Sprecht mit eurem Kind so ruhig und entspannt, wie es nur möglich ist. Lasst das Kind wissen, dass die Situation, diese Scheidung, schwierig und komplex ist, aber dass ihr gemeinsam alles sehr toll meistern und dass ihr gemeinsam alles durchstehen werdet. Alle Schwierigkeiten. Als nächstes müsst ihr das Kind von der Verantwortung für alles, was vor sich geht, befreien. Seltsamerweise fühlen sich viele Kinder schuldig an der Entscheidung ihrer Eltern, sich scheiden zu lassen. Auch wenn sie es nicht sagen, hat jedes Kind die Vorstellung, dass sich seine Eltern nur seinetwegen scheiden lassen. Sehr oft denken die Kinder, dass ihr schlechtes Verhalten oder ihre schlechten Noten in der Schule zur Scheidung geführt haben. Das ist sehr komisch, solche Gedankengänge. Aber genau das denken Kinder oft. Es ist sehr wichtig, eure Kinder wissen zu lassen, dass sie nichts mit der Scheidung von euch beiden als Paar zu tun haben. Wirklich nicht. Das ist nur das Problem zwischen euch beiden. Euer Gespräch könnte etwa so lauten. Du hast vielleicht bemerkt, dass Papa und ich uns in letzter Zeit oft gestritten haben. Es ist für uns schwierig geworden, einander zu verstehen. Wir haben erkannt, dass wir nicht mehr zusammenpassen und dass wir uns nicht mehr lieb haben. Und weißt du, eine Familie sollte in erster Linie auf Liebe und Verständnis aufgebaut werden. Also haben wir beschlossen, uns zu trennen, damit jeder von uns glücklicher sein kann. Aber egal, was zwischen mir und deinem Dad passiert, wir werden unsere Gefühle für dich nicht ändern. Wir werden immer deine liebevollen Eltern sein, deine Stütze in diesem Leben. Und ich bin deinem Daddy so dankbar für alles, was wir erlebt haben und vor allem dafür, dass er und ich ein so wunderbares, schönes und überhaupt das beste Kind auf der ganzen Welt haben wie dich. Dieser Text kann natürlich von eurem abweichen, natürlich. Das hängt sehr stark vom Alter des Kindes und von den Werten in eurer Familie. Leider kann ich in diesem Video nicht auf jede einzelne Familiensituation eingehen, aber die allgemeine Botschaft, die ihr dem Kind vermitteln müsst, lautet: Es ist nicht deine Schuld, es ist unsere Entscheidung. Wir bleiben bei dir und wir lieben dich. Anschließend ist es sehr wichtig, dem Kind zu erklären, wie seine unmittelbare Zukunft aussehen wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Aufgrund der Veränderungen macht sich jedes Kind Sorgen darüber, was als nächstes passiert. Das Kind fragt sich: Wo werde ich wohnen? Werde ich meine Mutter oder meinen Vater sehen? Wie oft werde ich die sehen? Wie werden wir das Wochenende verbringen? Wie werden wir Weihnachten und meine Geburtstage verbringen und feiern? Wo und wie werden wir unseren Urlaub verbringen? Je mehr Details euer Kind kennt, desto weniger Ängste hat es. Wenn ihr diese Fragen noch nicht beantworten könnt, müsst ihr dies eurem Kind sagen und euch in näherer Zukunft damit befassen. Ihr könnt sagen: Ich kann dir noch nicht alle Fragen beantworten, aber ich werde mich informieren und gebe dir Bescheid. Ihr müsst dieses Versprechen dann aber einhalten, euch mit der Angelegenheit befassen und erneut beide mit dem Kind sprechen. Es ist wichtig, dass ihr dem Kind Zeit und Raum gebt,
alles auszusprechen und seine Gefühle auszudrücken. Es ist sehr schwer, seinem Kind in die Augen zu schauen und seinen Schmerz zu sehen. Aber wenn ihr diese Herausforderung meistern könnt, gebt ihr ihm die Kraft, damit fertig zu werden. Es ist wichtig, dass ihr mit eurem Kind auch über eure Gefühle sprecht, damit es nicht den Eindruck hat, dass euch die Scheidung gleichgültig ist und dass euch diese Situation auf keiner Weise belastet. Zum Schluss will ich sagen, dass das Kind etwa ein Jahr braucht, um sich an die neuen Umstände zu gewöhnen. Und das war's auch schon zu diesem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.